Mädels, haut rein und zeigt, was ihr habt. Hier auf diesem Bett. Die Regeln sind einfach. Ihr haut euch die Kissen um die Ohren, bis die weißen Federn fliegen. In den Kissen sind aber auch pinke Federn versteckt. Die müsst ihr sammeln und festhalten, während ihr weiter kämpft. Zeigt, was ihr habt, Mädels. Die Kissenschlacht um die Männer ist eröffnet. So, Mädels, es geht los. Wir beginnen mit Runde 1. Dazu bitte einmal die Natascha, Finja, Julia und Sabi ins Bett. Tja, möge die Beste gewinnen. Ich habe irgendwie versucht zu gucken, dass da nichts rausrutscht oder so. Ich war so ein bisschen mit mir selber beschäftigt. Haut doch mal richtig zu da. Boah, ich glaube, ich will richtig ausrasten. Ja. Und dem Marcelino würde ich erstmal richtig eine verpassen. Wir haben uns totgelacht, wirklich. Also, die haben ja teilweise richtig zugeschlagen. Wo sind die pinken Federn? Wo sind die Federn? Also, von ihr würde ich auf jeden Fall kein Kissen ins Gesicht haben wollen. Also, wenn es dafür dieses Jahr keinen Grimme-Preis gibt, dann weiß ich auch nicht. Also, das ist doch wirklich große Kunst, was wir hier machen. Natascha war der Hammer. Die hat auch die Federn in den Mund. Da hat die gedacht, mein Schatz. Und hatte ich dann so damit. Das war super. Sehr gut gemacht. Natascha. 4. Ja, ich würde mal sagen, dass die eine richtige Fight Queen ist, ne? Und da waren ja unendlich viele Federn. Wer am meisten sexy war, ich würde sagen Tracy. Wer hat die meisten pinken Federn geholt? Okay, der Finale steht an. Gewinnerin der Runde 1, Natascha, gegen Gewinnerin der Runde 2, Lisa. Euch beide würde ich einmal bitte ins Bett bitten. Dance for me. Ja, da kommt der Kampfgeist bei mir raus, ne? Es ist ganz klar, verlieren geht nicht. Der arme Teufel, der das hier nachher sauber machen muss. Natascha, wie viele Federn hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Federn. Und Lisa? 3. 3. Dann haben wir eine Gewinnerin und das ist die Natascha. Hoffentlich gibt es jetzt auch einen guten Preis dafür. Also das beste Pferd im Stall hast du. Hab ich safe. Jetzt ist es amtlich. Natascha ist die Beste im Bett. Herzlichen Glückwunsch!